Und so hat sie diese großartigen Kinder großgezogen. Abul Fadl Abbas a.s., als er geboren wurde, die Überlieferung berichten, er hatte seine Augen geschlossen. Er hat seine Augen nicht geöffnet als Säugling, bis Imam al-Hussein a.s. ihn genommen hat. Daraufhin hat Abul Fadl Abbas als Säugling seine Augen aufgemacht und das Erste, was er gesehen hat, war das Gesicht von Imam Abi Abdullah al-Hussein salawatullahi wasalamu alayhi. Und letztendlich war es auch das Letzte, was er in seinem reinen Leben gesehen hat, das Gesicht seines geliebten Bruders Abul Fadl Abbas alayhi salam. Imam Amir al-Mu'minin befahl ihm, sprich den Adhan und die Iqama in das Ohr von Abul Fadl al-Abbas. Deswegen, wir sehen diese Beziehung zwischen Imam al-Hussein und Abul Fadl al-Abbas. Diese Beziehung war von klein auf. Von der Geburt auf war die Beziehung am Leben zwischen Imam al-Hussein a.s. und Abul Fadl al-Abbas salawatullahi wasalamu alayhi. Aber eine Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen, ist, weshalb hat er ihn Abbas genannt? Was bedeutet Abbas überhaupt? Ich bin sicher, einige der hier verehrten Anwesenden, einige der Zuschauer heißen auch Abbas, haben den Namen Abbas. Aber wenn wir diese Geschwister darauf ansprechen würden, weshalb, was bedeutet Abbas? Wieso hat Imam Amir al-Mu'minin seinen Sohn Abbas genannt? Wir wissen, die Imame der Ahlul Bayt vergeben die Namen nicht einfach nur so aus Lust und Laune heraus, sondern jeder Name hat eine besondere Eigenschaft oder trägt eine besondere Eigenschaft. Imam Amir al-Mu'minin hat ihn Abbas genannt, als jemand, oder Abbas bedeutet jemand, der unerschrocken und mit Entschlossenheit in einen Krieg, in einen Kampf zieht. Jemand, der nicht von diesem Kampf wegschaut oder aus Angst wegrennt. Jemand, der entschlossen, jemand, der stark gegenüber diesem, oder der entschlossen gegenüber diesem Kampf emporsteht. Jetzt mag man sich die Frage stellen, wir lesen im Maqtal von Abul Fadl Abbas alayhi salam, dass viele Angst hatten, als sie ihn gesehen haben, als er zur Schlacht hinaustrat. Weshalb oder womit war Abul Fadl Abbas alayhi salam bekannt vor der Schlacht von Karbala? Und wenn wir in der Geschichte schauen und vor allem die Schlacht von Siffin genauer anschauen, dann sehen wir, dass er dort einen großartigen Auftritt und eine großartige Leistung gebracht hat. In der Armee von Muawiyah, in der Schlacht von Siffin, gab es einen Vater, der 7 Söhne hatte. Und er trat hervor und er sagte, oh Ali, ich fordere dich heraus, kämpfe gegen meine Söhne. Und Ali ibn Abi Talib a.s. sagte, Abbas, Abul Fadl, komm her, zieh eine Maske an und antworte dem Ruf dieses Mannes. Abul Fadl Abbas, er war 11 Jahre alt. Abul Fadl Abbas wurde im Jahre 26 nach der Hijra geboren. Wie wir gesagt haben, die Schlacht von Siffin war im Jahre 37 nach der Hijra. Er war also 11 Jahre alt. Abul Fadl Abbas zog eine Maske, trat im Kampf gegen diese Söhne an, einen nach dem anderen, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten. Alle 7 Söhne hat er im Kampf besiegt. Bis dann der Vater sagte, oh Ali, weil sie dachten, Ali kämpft. Bis er sagte, oh Ali, ich werde dich bekämpfen. Abul Fadl Abbas hat auch ihn besiegt. Bis er sagte, oh Ali, bis sie zu ihm sagten, oh Ali, nimm deine Maske ab. Und Ali zu diesem Zeitraum und diesem Zeitpunkt kam von den Hügeln, hinter den Hügeln hinausgeritten, sodass sie wussten, dass dieser Kämpfer überhaupt nicht Ali ibn Abi Talib a.s. war. Und Ali ibn Abi Talib befahl ihm, nimm deine Maske ab. Er nahm langsam seine Maske ab. Sie fragte ihn, wer bist du, wer bist du? Er nahm seine Maske ab und sagte, Ana Qamar bani Hashim, Abul Fadl al-Abbas a.s. Allah, und schaut jetzt, was er gesagt hat. Er sagte, Ana Qamar bani Hashim. Die Armee von Muawiyah sagte, aber in Muhammads Armee gibt es bereits 2 Monde, Hassan und Hussein. Weil er sagte, ich bin der Mond bani Hashims, Abul Fadl Abbas. Und sie sagten, aber in Muhammads Armee gibt es bereits 2 Monde, Hassan und Hussein. Und schaut, was er sagte. Er sagte, sie sind die Söhne Muhammads und ich bin der Sohn Alis. Und es ist die Aufgabe der Söhne Alis, die Söhne Muhammads zu verteidigen. Sie sind die Augen und ich bin die Hände, ich bin die Hand und es ist die Aufgabe der Hände, die Augen zu schützen. So wurde Abul Fadl al-Abbas a.s. großgezogen.